Hey ho, Wikinger, und weiter geht es mit Wiki Online, dem Browser-Game, welches seit gestern in der finalen Version draußen ist. Mein Hauptheld, der fast wie Wiki aussieht, aber irgendwie auch nicht, ist leider erst Stufe 7, der war gestern Stufe 6. Das hat folgenden Grund, das wusste ich gar nicht so. Ich habe wohl irgendwas bei der Registrierung falsch gemacht oder so mit dem Geburtsdatum und bin jetzt offiziell ein Kinder-Account und darf keine Reiselust nachtrinken. Das heißt, man hatte hier seine Reiselust und das entspricht hier den Minuten, wie viele Quests man machen kann. So, wenn das aufgebraucht ist, kann man mit der Premium-Währung, mit den Wikinger-Helmen, die wollte ich auch vielleicht ein bisschen so aufladen, dass ich schneller aufs Maximallevel komme, kann man dann nachtrinken. Und ich habe jetzt hier 4, wollte dann auch 4-mal nachtrinken, aber das hier, ich bin ein Kinder-Account. Ich weiß nicht, da muss ich irgendwo in den Einstellungen noch mein Geburtsdatum ändern und dann sehen wir mal weiter. Ansonsten, da kann ich mich noch in Cultures Online dran erinnern. Nein, an das nicht. Da kann man irgendwie sogar Zusatzressourcen einsammeln. Das finde ich auch ganz cool. So, und irgendwie ab einem gewissen Level gibt es dann einen Dieb, der verringert die... Welcher ist das denn? Sehe ich den hier irgendwo? Den muss man ab und zu anklicken, dass der verschwindet und nicht die Ressourcen hier verringert. Ja, am Anfang macht man sehr viele Missionen und bei denen bekommt man immer Gold. Und da ist das Lager meistens voll, deshalb erstens schaue ich mal zum Händler vorbei. Zweitens habe ich vorhin das Lagerhaus einmal aufgewertet. Das dauert jetzt noch ein bisschen für die nächste Stufe. Und dadurch steigen dann immer die Kapazitäten. Das ist relativ wichtig am Anfang für das Gold eben. Oder man gibt es immer aus, beziehungsweise spendet es in einen Stamm, wenn man einen hat. Ich habe da auch einiges immer rausgekauft, so, denn da kommt dann kostenlos neue Ware nach. So, und ich gönne mir jetzt hier mal ein paar Tränke, also die kann man echt alle kaufen. Gold hat man genügend am Anfang. So, was ist hier los? Wieso konnte ich denn nicht? Doch. Geht doch, eine mit Glück noch, hier irgendwo hin. So, schöne Sortierung, nicht? Und was gibt's hier so? Stärke, Ausdauer, Rüstung. Also, man bekommt immer einmal am Tag neue Ware, beziehungsweise kann mit einem Wikingerhelm sich auch hier neue holen. Aber wenn es hier Items gibt, die relativ wenig Gold kosten, wie das hier. Oh, genau dieselbe Halskette trage ich. Moment, Stufe 3. Das kann sie bekommen. Ach so, und dann kauft man was raus und es kommt immer was Neues nach und man hat eventuell eine Chance auf neue Tränke und so. Also das kann man machen. Muss man aber nicht. Ausdauer, Glück, 3 Ausdauer, eine Rüstung. Ja, das ist so relativ gleich hier. Na gut. So, das hätte ich dann erstmal geklärt. Jo. Dann wurde ich angegriffen. Hey, fies, wer hat mich hier angegriffen? Der Gustel mit 81.000 und schon mehr als 100 Ausdauer. Schade, aber ich habe den echten Wiki dabei. Nur ich bin am Start, aber hey, wir haben uns gut geschlagen, immerhin. So, zurück. Nein, Rache nehmen jetzt erstmal nicht. Und dann muss ich mich ganz herzlich bedanken, denn ich habe hier sehr, sehr viele Produktionsbooster bekommen und da werde ich mich auch natürlich direkt revanchieren. So, ich bin nicht Chilling, ich heiße hier Spieletrend. Das ist ein anderer, aber der hat freundlicherweise hier... Hallo Spieletrend, ich habe deine Holzproduktion erhöht. Viel Spaß damit, wünscht dir Chilling. Das ist eine automatische Nachricht, also das hat er nicht geschrieben. So sieht aus, Stufe 3. Mit seinem Bogen. Ja, das heißt, ich kann jetzt zu dem... ins Dorf und dann, er war so freundlich, hat meine Produktion gesteigert. Jetzt müsste ich nur noch was finden bei ihm. Ja, gut. Was habe ich hier gemacht? Goldmine. Das reicht doch erstmal für den Kollegen. Dann, wer war noch freundlich? Dragonitas hat dreimal sogar auch. Vielen, vielen Dank. Oder hier viermal, da unten sehe ich noch was. Mal ansehen, was der hier so hat. So, der baut ein bisschen Holz, Eisen. Ich hatte früher immer ganz wenig Eisen. Ich helfe ihm mal beim Eisen. Oh, ah doch. Passt, so. Eisenproduktion erhöht. Dann mal schauen, wer war noch freundlich. Also, vielen Dank dafür. Ich werde mich, jeder, der das macht, werde ich mich immer revanchieren. Dementsprechend natürlich. So, Saya sehe ich hier dreimal.
Stufe 3. Oh, die Waffe aber schon. Eine Stufe 1 Waffe so weit aufgewertet, aber ich habe in Erinnerung, das muss man sogar für irgendeine Quest machen. So, welches Gebäude nehme ich bei dir? Hier diese Goldmine auch. Genau. So. Gut. Dankeschön erstmal dafür. Und ich habe auch das Gefühl, oder ich vermute, das habe ich gelesen, mit einem Kinder-Account kann man auch nicht so den Stamm und die Chat-Funktionen nutzen. Also das werde ich auf jeden Fall oder will ich auf jeden Fall irgendwie anders machen. Nur den Wiki-Club kann man aktuell nicht genießen oder ja beziehen, wenn man einen normalen Account hat, also 14 plus. Ist das der Dieb? Nö. So, das ist eben der Nachteil, da kann man dieses Quiz nicht machen und so Dinge. Dann die Daily-Mission, die habe ich nicht gemacht mit den Ideen, denn ich habe mir so angesehen, die ganzen Ideen und dann bekomme ich das, naja. Muss jetzt vielleicht am Anfang nicht sein, die ist erstmal... Moment. Ach so, habe ich die, könnte ich die doch noch machen, wie viel muss ich da? Die angegebene Menge an Ideen, ich habe 100%, soll ich das machen? Aber hier dann habe ich gar keine Ideen mehr und ich muss für die Hauptquest hier was erforschen. Ich versuche das mal. Beenden. Ach so. Ja, die Zeit war sowieso abgelaufen, habe ich das Gefühl. Tägliche Aufgabe, liefere Stein ab. Und zwar wie viel? 2000 von 2000. Dann bekomme ich hier Kettensäge für 7 Tage. Ist das ein guter Tausch? Ich weiß es nicht. Hat man auch ein Achievement für diese Daily Quests? Oder sind die eher nebensächlich? So, wo ist denn mein Rathaus? Hier. So, Baumeister macht Abenteuer. Nö, sieht nicht so aus. Egal, ich mache die einfach mal. Es sind 7 Tage, warum nicht? Ich schließe das jetzt ab. So, einzahlen, erledigt und abholen. Und jetzt habe ich für 7 Tage hier mehr Holz. Das heißt, in nächster Zeit werde ich hauptsächlich auch hier meine Helden zum Holz reinschicken. Ey, das wollte ich nicht machen. Ich wollte hier nur die Steine einsammeln. So. Richtig abgehoben hier das Spiel. Ideen. Auch einsammeln. Alles Boni. Der Rest wird automatisch produziert. Oh, da war ich jetzt zu langsam, oder wie? So, Holz. Ist hier noch am Start. Genau. Dann ist jetzt nicht gerade hier in der Warteschlange. Mal schauen, was die Hauptquest sagt. Rätseln erforschen, genau. Und dann die Bäckerei bauen. Ich bilde mir ein... War das nicht die Bäckerei, mit der man dann noch einen zusätzlichen Helden... Oh, falsches Gebäude. Einen zusätzlichen Helden anheuern kann? So, Brezeln. Oh, da müsste ich jetzt im Internet nachsehen, wo das denn ist. Moment, eventuell sagt sie mir das. Hey, Spieletrend, so langsam könntest du mehr Unterstützung gebrauchen. Oder Expedition, das ist irgendwo bei Abenteuer... Bäckerei, die meisten Helden. Erforsche Brezeln beim Alchemisten. Ha, ich bilde mir ein, das war immer hier. Bei Abenteuer. Muss aber nicht sein. Pergaments. Ah! Haha. Schade. Welches könnte es dann sein? Hier noch weiter. Waldlauf. Nö, das war's erstmal nicht. Dann... Doch, eventuell irgendwo anders. Wirtschaft, Baukunst, Abenteuer. Hier erforscht man einfach diverse Features. Mal bekommt man einen Helden dazu. Insgesamt dann 7 Stück am Ende. Jo. Oder habe ich das vielleicht schon erforscht? Ich schicke das mal zum Ausbau. Eventuell habe ich das ja schon erforscht. Wo habe ich einen Bauplatz? Sag nicht, ich bin voll. Ich bin voll? Ich kann nichts mehr bauen. Habe ich schon die Bäckerei gebaut? Einen dritten Helden. Ich schau mal kurz. Ich stehe gerade auf der Leitung. Schon so lange kein Cultures Online mehr gespielt. Was kosten die denn? Nein! Das hätte ich mir aufheben sollen. Egal, dann nehme ich mal so eine Stufe... Nö, kann ich noch nicht. Ich habe keine Bäckerei gebaut. Naja, zur Not müsste ich jetzt irgendwas hier abreißen. Ausbauen. Wie macht man das nochmal? Irgendwie kann man ein Gebäude abreißen. Hier. Genau, Gebäude abreißen. Nur. Soll ich das tun? Nö. Aber wie kann ich ansonsten was dazu bauen? Heieieiei.
Oder bin ich blind? Also hier drüben ist auf jeden Fall, das ist für die täglichen Missionen dieser Pfahl. Der leuchtet dann immer, also der hat hier so ein Rufzeichen, wenn man eine frei hat. Und der Kollege ist eben für den Club, für den Wiki-Club. So, und da gibt es noch ein paar andere Dinge. Also nochmal kurz eine Runde drehen. Bin ich blind oder habe ich keinen Bauplatz mehr? Nö, ich habe einfach keinen Bauplatz mehr. Dann werde ich, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich reiße jetzt mal was ab. So. Goldmine, Gästehaus, Holzpalette, nö, Kaserne? Die verwende ich ja sowieso nicht. Wo habe ich die denn? Lagerhaus, Händlermühle, Schmiede. Obwohl, die könnte ich verwenden. In der Kaserne levelt nämlich der Held ein bisschen nach oben. Brunnen. Für die Zufriedenheit, Alchemist, Gästehaus, Steinbruch. Ah, hier habe ich eine Kaserne hergebaut. Das war doof, da hätte ich eventuell lesen sollen. So, denn hier bekommt man dann immer XP. Wow, so viele sind das? 12.000? Wenn mir das jemand früher gesagt hätte, hätte ich meinen Helden da am Abend leveln lassen. Dann reiße ich die vielleicht doch nicht ab, oder? Aber ich will weitermachen in der Story. Welches Gebäude? Ein Gebäude ist fertig. So. Heieiei. Gebäude abreißen. Dann der Brunnen. Ist mir egal, dann habe ich wenig Zufriedenheit, aber... Steinbruch. Mühle. Was war die Mühle nochmal? Zufriedenheit. Ja, dann reiße ich die ab. So, sorry, dass ich hier so lange herumalbere, aber... Mühle, weg damit! Männer an die Arbeit, reißt es ab! Das ging schnell. Das ging in der Tat schnell. So, jetzt ist aber die Frage, ob ich überhaupt schon eine Bäckerei... Doch, kann ich habe das schon erforscht. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich die Bäckerei bauen. Lieber zuerst lesen und nicht einfach irgendwas bauen, was man so im Kopf hat gerade. So, nebenbei, irgendwie sollte ich meinen Wiki auch auf Reise schicken. 430 für 600. Irgendwie gibt es hier miese Missionen, aber die sind dann leider zu schwer, oder? Stufe 7. Würde ich das packen? Nö, die haben mehr Schaden als ich. Da müsste ich dann, sagen wir mal, 2 bis 3 mitnehmen. Dann könnte man das packen. Und dann teilen sich aber die XP auf. Und das muss man auch bedenken. Die ist hier 13:30 lang, diese Quest. So. Ach, das ist... Sorry. Ich meine hier... Das sind die schweren. Und das die leichten. Doch, das könnte man schaffen zu zweit, oder? Soll ich das versuchen? 13 Minuten. Schwere Quest. Ja, aber 4000 Gold, dann bin ich wieder im Überfluss. Wow, der Anfang? Ich muss echt sagen, der Anfang gestaltet sich hier gar nicht mal so einfach. Oder ich sehe mal das andere Gebiet an. Hier, Irland. So, 700... Oh, 9 Minuten. Nö, das ist mies. Story-Mission, den packe ich im Leben nicht. Und das soll schwer sein? Ja, also das ist so die Sache immer. Welche Quest nimmt man sich und so... Dann nehme ich einfach die, vielleicht bekomme ich eine bessere nach. So. Und die Bäckerei habe ich gebaut. Also zurück zur Siedlung. So, und ich soll noch einen dritten Helden anheuern. Also ab ins Gasthaus. So, und wen nehme ich mir jetzt? Ich nehme einfach mal irgendjemanden. Die kann man ganz einfach entlassen. Also diese paar hundert Gold, die machen das Kraut jetzt auch nicht mehr fettig. Und diese Quest ist erledigt. Ich bekomme 350 Ideen. Hole sie mir auch direkt ab und bekomme die nächste Quest. Ich soll erforschen. Vorratskiste habe ich schon getan. Ich habe ja vorgedacht. Ich wusste natürlich, dass ich das für die nächste Quest machen muss. Und jetzt 600 Steine. Nächster Auftrag. Erreiche mit dem Helden Level 5. Habe ich auch schon erledigt. Irgendwie hätte ich vielleicht hier weitermachen sollen vorher. Finde den Wikinger mit rotem Mundtuch. Hey, ich spiele dran, mir ist so angekommen. Ein Dieb, genau, das ist jetzt der Dieb. Und den muss man ab und zu einfach hier vertreiben. Wo ist er denn? Rotes Tuch. Dieb, wo bist du? Der da. Da war der Dieb. Ey, was ist denn los mit dir? Ist er das? So, was soll ich machen mit ihm? Ach so, antippen. Und ich habe einen Schlüssel bekommen. Cool. Also das lohnt sich sogar noch zusätzlich, wenn man das macht. Sehr schön. Dann mal schauen. Mit den Schlüsseln kann man nämlich im Gasthaus
schöne Dinge machen und Schatzkisten öffnen und dies und das. 5 Story-Missionen erledigt, habe ich schon getan. So, oh Mann, ich bin ja schon richtig weit hier. Lager auf Level 5, jetzt muss ich 5 Gegner in der Rangliste angreifen. Na, dann suche ich mir mal einen raus und zwar immer ganz vorzugsweise hier einen Axtkämpfer. Ja, der hat schon recht viel Leben. Aber das soll mal ein spannender Kampf werden. Ich versuche das jetzt mal, denn ich bin ja Schere, Stein, Papier im Vorteil gegen den. Und ich fange sogar an. 1000 Damage nur. Oh, das ist aber wenig. Aber ja, auch nicht so viel. Oh, schöner Crit. Sauber, Vicky. Hast du gut gemacht. Ja, da merkt man echt. Oh, da merkt man echt, was das für einen Unterschied macht. Nein, und ich habe sogar Ressourcen verloren. Ach man, aber es war knapp. Es war ein knapper Kampf. Naseweiß, nimm dich in Acht. Das wird nicht unser letztes Zusammentreffen gewesen sein. Yo, und das war's mit einer weiteren Folge von Vicky Online. Und dann würde ich sagen, geht's einfach beim nächsten Mal weiter.